ein leuchtender. Beinchen, Beinchen, Beinchen. Oh, Backe, Mann. Wir sind so tot. Haben wir nicht mehr, ne? Das war ja alles so klar. Excalibur ist ein bisschen überzogen, oder? Aber, naja, so ist das halt manchmal, ne? Little Klöppchen noch. Aus nächster Nähe. Sowas passiert mir immer nur einmal. Und beim zweiten Mal lade ich den Crit erstmal auf. Weg, 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 weg. Okay, cool. Ja, ist die Kuh immer noch am Wackeln, obwohl sie auf dem Boden liegt. So, drehen. Nein, andersrum. Fast. Aber ist okay, kriegen wir hin. Wir glitschen uns das zurecht. Warte mal, da kommt der Computer hin, ne? Vielleicht in den Schrank oder auf den Schrank. Das ist bauen und bestücken in Fallout. Das fehlt mir so in 76, aber ist natürlich MMO-bedingt nicht möglich. Wenn da die Welt voll wäre mit solchen Kleinigkeiten, die sich bewegen. Boom! Ich denke, die Server würden explodieren. Da, Kuh Nummer 2. Kommst aufs Fass. Hier. Bisschen drehen. Und runter damit. Genau. Der Adler ist gelandet. Oh, ist rübergesprungen. Steht sogar auf der Kante. Finde ich gut. Gefällt mir. Oh nein. Du gehst in den Schrank. Keine Widerworte, LKW. Ein bisschen doch, ne? War zu glitschig. Danke sehr. Ey! Ist in Ordnung, ich verstehe das. Du bist meine Sekretärin. Da muss selbst sie lachen. Ja, genau, sie ist meine Sekretärin. Deswegen hat sie sich hier nirgendwo zuweisen lassen. Das ist unser Büro, ne? Falls irgendwer anruft, ich habe gerade einen Termin. Egal wer. Ja, das geht in Ordnung, ne? Teddybär. Hier so hin. Oh, das ist unsere Cambox für die Drogen, die wir nicht mit uns rumschleppen wollen. Finde ich gut. Keine schlechte Idee. Aber da haben wir gerade sowieso eher weniger. Wir brauchen... Ach naja, wir haben ja unten den Kühlschrank. Da kommt das Essen rein. Gleich schnippeli, schnipp, schnipp. Ja, das Essen hat sich ausgeglichen. Das ist ja schön. Da freue ich mich aber. So, und jetzt... Den zweiten Raben hier so hin. Ich glaube, der Kram verschwindet. Ich glaube, der Kram verschwindet sowieso wieder mit der Zeit. Damit macht man sich eigentlich nur unglücklich, wenn man solch dekorative Gegenstände in seiner eigenen Siedlung verteilt. Aber so ein bisschen wollen wir das hier genießen. Gut, Computer und die Wände bitte. Energie, Generatoren, nee, Geräte. Irgendwo sind auch hier Geräte gewesen, ne? Aber vorher hier noch Billard. Wir brauchen Billardkugeln. Wir halten die Augen offen. Naja, ich habe zumindest die Wände gefunden. Hier so und dann... Vorsichtig, da ist das Loch. Die Pumpe ist für alle. Die Pumpe ist für alle da. So auch nur so ein bisschen hier. Genau, es ist irgendwo ein Büro der offenen Tür. Aber die sollen schon wissen, dass das Private Space ist. Nein, das wäre mir sogar lieber gewesen, aber es ist keine Ecke mehr. Du bist raus. Versucht sie jetzt da durchzugehen, kann das sein? Nö. Smart, ne? Smart. Es gibt einen guten Grund, warum sie meine Sekretärin ist. Und das ist nicht nur der, dass wir sie nicht anders einsetzen konnten. Nein, irgendwas Eckiges. Ich bin gleich fertig. Keine Panik. Das wird schon. Das ist eine zu große Ecke eigentlich, ne? Nein, nein. Es geht gerade so noch in Ordnung. Finde ich gut. Guckt euch das mal an. Ja. Es wirkt separiert, ne? Ja. Ich lege noch schnell das Heft weg. Plock. Alle unnützen Notizen in den Schreibtisch. In der Hoffnung, dass wir hier keine... Ja, stimmt. Keine Questgegenstände ablegen, aber wir wissen zumindest dann, wo sie sind. Ah, es geht tatsächlich nicht mehr. Aber das haben sie sehr großzügig hier markiert, das Sortiment an Questgegenständen. Die Untersetzer kann man nicht ablegen. Vielleicht, wenn man sie alle hat, dann stelle ich mir hier noch wie ein superreicher ein Auto rein und eine Sammelbadewanne für Robotermodelle, Lynchboxen und Keksdosen. Ja, das wird langsam, ne? Sehr belebend das Ganze, sehr lebendig,
Wasser in die Wassersammlung. Wir haben zu viel Essen mit. Aber Lebensmittel sollten wir auf jeden Fall im Stash sammeln, damit wir dann an den Tischen den Kram auch zubereiten können. War doch so, oder? Ich glaube schon. Warte mal, irgendwas war hier zu braten, ne? Ratcher-Rippchen. Schadensresistenz. Sehr gut. Gute Buff-Nahrung. Nehmen wir mit. So, was ist jetzt mit dem Tee? Ach, da brauchten wir wieder eine ganz bestimmte Werkbank. Na, dann ist das sowieso irrelevant. Da gucken wir jetzt nur noch nach, ob wir eventuell an unserer neuen Schrotflinte etwas Schönes ranfriemeln können. Ah, aber da bräuchte ich jetzt wieder den Kram in der eigenen Tasche, ne? Da nimmt er nicht den Kram aus dem Stash. Schande! Schande, Schande. Könnten wir machen, ne? Ja. Aber das geht nur mit den Ressourcen in der Tasche oder mit einer selbstgebauten Waffenwerkbank, die hier in der Siedlung steht. Aber dafür habe ich nicht genug Punkte bei lokaler Anführer. Sie hockt wirklich die ganze Zeit bei uns im Büro. Sie hat die Botschaft verstanden. Verdammt nochmal. Ich hätte ganz gerne den Kram. Aber wir können ja ganz kurz einfach allen Schrott einpacken und dann, ne? Aber schnell, bevor mir die Beine brechen. Weapons Workbench. Power Polenta. Es war uns eine Ehre, aber du hast eine Pause verdient. Stattdessen nehmen wir mit die gute Power Paulinchen. Paulinchen, ja, nehme ich. Ist in Ordnung. Gut. Verschluss. Schaden. Schaden, Schaden, Schaden. Da geht nichts. Schade. Aber besser kritischer oder besserer kritischer Schussschaden. Verbesserte Feuerrate und Nachladegeschwindigkeit. Oh, aber beim gleichen Grundschaden, das ist auch nett. Geringeres Gewicht, reduzierter Schaden. Kalibriert oder abgestimmt. Nein, ich nehme abgestimmt. Just for fun. Schneller schießen. Das macht sich dann hoffentlich bemerkbar. Was können wir hier basteln? Oh, eine ganze Menge. Fokussierte Leuchtvisiere. Fokussiert. Ja, einen Kreis hätte ich ganz gerne. Ist ja sowieso nicht eine ganz präzise Geschichte mit so einer Schrotflinte. Da habe ich lieber einen Kreis für den Wirkbereich. Mündung. Nein. Quad-Magazin. Da geht auch nichts ohne Waffen, ne? Kein Charme. Leerer Anhänger. Was? Ach so. Ach so. Anhängerli? Ja. GOG-Logo? Nein. Schützen- und Überlebenslogo? Iron Brew. Oder Iron Brew? Nein. Schützen- und Überlebenslogo? Nehme ich. Danke sehr. Und jetzt ganz schnell den Schrott wieder in den Stash. Power Polenta in den Schrank. Und dann für ein bisschen Licht sorgen, würde ich vorschlagen. Aber nicht zu viel, das soll hier noch ruhig muckelig sein. Ich hätte noch ganz gerne eine kleine Lampe, diese hier, neben der Pumpe, damit man auch nachts pumpen kann, wie ein Weltmeister. Und auch bei mir nur, naja, vorbei. Wir haben uns schon die leicht besseren Lampen verdient. Zack, oh, Backe, kein Saft hier hinten. Wie weit nicht? Das ist eine Frechheit. Also, okay. Dann. Ah, bis hier. Oder bis hier. Gut, dann müssen wir ganz kurz ein bisschen verlegen. Aber nicht viel. Es sind nur die Pinökel, die gesetzt werden müssen. Bis. Warte mal, von hier. Hier rüber. Und in die andere Richtung machen wir ein andermal. Block. 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 Reicht nicht? Oder hast du nicht genug Saft? Nee, kann ja gar nicht sein. Die anderen gingen ja auch an. Dann noch mehr Pinökel, bitte. Einmal um die Ecke rum. Hierhin. Hierhin. Naja, wobei, dann hier gleich mittig. Über, genau. Eine offene Stromleitung. Über einer Wasserpumpe.
Was soll schon passieren? Hm? Gut, danke sehr. Oh Mann, du bist aber auch störrisch, ne? Da kommt was anderes hin. Das ist der Tisch. Der kriegt was ganz, ganz Besonderes, wie zum Beispiel... Ach ja, unsere Ampel habe ich ganz vergessen. Hier beim Auto. Sehr gut. Verstehe ich aber nicht, ne? Wie weit? Wie weit? Ach, guck mal, die geht ja dann auch an. Das ist ja super. Nee, dann nicht. So weit nicht. Ich denke... Disco-Lampen. Das ist ja so meine heimliche Schwäche. Lampen aus den 70ern. Ich hatte als Kind bestimmt 10 Lavalampen gehabt. Provisorisch. Eine Laterne. Rabimmel, rabimmel, rabum. Wird noch ausgebaut. Nice. Pennen. In der Hoffnung, dass Schlafwandler kommen, weil das das Allerbeste ist. Schön. Ja, absolut. Wer weiß, wo wir diesmal eventuell landen. London. 7 Uhr abends bis 5.17 Uhr, 6.17 Uhr. Machen wir. Ui, da haben wir richtig Glück gehabt. Oder Pech. Kommt immer auf die Perspektive drauf an. Kann man den Kochtopf zufällig da reinstellen? Damit das Essen vielleicht warm gehalten wird. Cool. Exzellente Arbeit. Wir können weiter. Wir wollen auch weiter. Wir haben sehr viele Tragekapazitäten. Was ist eigentlich mit den anderen Siedlern? Bei Klappe die Zweite, bei Edgar, habe ich hier welche rumtollen gesehen. Aber, nun ja, die sollen sich mal lieber hier ein bisschen nützlich machen. Aber die sehen ja das ganze Ding hier als ihrs an, als ihre Siedlung. Was machen wir denn? Die Kleinigkeit noch, ne? Und dann gehen wir wieder auf die andere Seite. Da ist was. Da ist was. Hier ist überall was. Das kannst du echt ein Jahr oder so spielen. Dauerhaft. Wenn man es gründlich macht. Man kann bestimmt auch gut durchrushen. Aber wer macht denn sowas? Hier rüber bitte. Bitte ohne neuen Edgar. Na, wie sieht's aus? Ein schöner Fast Travel Point. Wir wollen da rüber. Drogen wollte ich noch herstellen. Stimmt, aber jetzt habe ich den ganzen Kram gar nicht dabei. Wir haben die Ressourcen wieder weggelegt. Habe ich die Meyerlurk Eieromelettes abgelegt? Die waren recht schwer. Ein Ei wiegt eins. Ja, habe ich abgelegt. Beim nächsten Mal. Ich hoffe, dass hier auch in Fallout London daraus der beste Post Bethesda Fallout AP-Buff am Ende dabei rauskommt. Wie gewohnt. Aber das werden wir auch sehen. Fäule? Fäulesuppe? Mehr kritischer Schaden? Man kann alles mitnehmen, ne? Fäule, ja. Aber Fäule nehme ich auf jeden Fall mit. Was ist das? Das ist hier, ne? Das ist tatsächlich hier. Ich habe nichts für... Nee, habe ich nicht. Essen und trinken, bevor wir reingehen. Du bist gut genährt. Und jetzt hast du auch keinen Durst mehr. Eine absolute Win-Win-Situation. Chain Home. Radar. Da drin ist das. Aber was war das nochmal für ein Symbol hier? Diese Scheibe. Der Bierdeckel hat ja das Glas oben drauf. Ne? Das ist ein Bierdeckel. Das ist eine Kippenkarte. Das ist ein Cthulhu. Das ist ein Heft. Das sagt mir gerade gar nichts. Aber was ist die Scheibe? Was ist das? Eine CD oder so? Eine VCD von alten Filmen aus der guten alten Zeit, als noch raubkopiert wurde? Star Wars, erste Episode. Ohne CGI, nur grüne Wände. Aber wir haben es geguckt, wir hatten doch nichts anderes. Gut, wir können und wir wollen... Oh ja, guck dir das mal an.
Es wird immer besser und besser und besser. Hallo? Oh, Packemann. Ja, Horror. Wo kann ich dich aktivieren? Freund Nase? Nehme ich. Oh, Schande. Irgendwer ist hier. Ich dachte am Terminal. Aber das geht nicht. Oh Gott, die Mocke schon. Sie können bestimmt den Lichtschein auch durch die Wand sehen. Gamma-Runde. Eine Gamma-Runde. Die Runde geht auf mich. Gamma für alle. Hundi, 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 Hundi. Verdammt nochmal. Boom. Hooligan. Was hat er überlebt? Hat er das überlebt? Schande, ich bin so tot. Ich könnte schwören, dass wir unseren Lichtschein durch die Wand sehen. Aber bevor wir hier looten, sollten wir vielleicht erstmal den Kampf überleben. Oder wir rufen ganz kurz drüben an, um sie zu verwirren. Oder noch besser, ja, wir starten den Protektron. Also sind die Dinger auf jeden Fall immer wie Terminals. Gut zu wissen. Rechtsvollzug bitte. Danke sehr. Ja. Do your thing, mein kleiner Freund. Was hätten wir denn an Drogen auch dabei? Um die Sache ein wenig zu würzen. Dexy. Charisma bringt uns hier herzlich wenig. Aber wir hätten noch Hypo. Oder Klarheit klassisch. Wahrnehmung. Naja. Mehr Präzision im Witz. Konzentration. Intelligenz. Morphex. Könnten wir den ein oder anderen Hubs von einem Hundi besser überstehen? Hatten wir nicht noch irgendwie Excalibur? Excalibur, sag ich doch. Stärke, Wahrnehmung, Ausdauer. Da ist ja alles drinne. Die ultimative Droge. Nimmer. Just for fun. Ausgetrocknet eine Sekunde. Gut hydriert. Kein Problem. Na los, Keule, Mensch. Action, geh. Geh einfach rein, mach sie alle kalt. Wie lange hält er durch? Ich weiß nicht, wir sollten uns direkt einmischen. Ach ja. Lasermusket. Muskelazar. Kann ich hier durchballern? Nee, ne? Nach wie vor nicht. Geh rein. Weiter. Schön reingehen. Diese verfluchten Hunde. Es tut mir so leid. Ich hoffe, ich erwische ihn jetzt nicht. Was eine Schrotflinte, aber es... Na, gib ihm. Komm schon. Durchladen. Er ist noch nicht. Nicht uns gegenüber böse eingestellt. Ich habe auch noch keinen Schuss abbekommen. Köpfchen, Köpfchen, Köpfchen. Jetzt. Den anderen auch noch. Wir sind ein guter Team. Ein sehr guter Team. Nice. Jetzt kann auch die Lampe angemacht werden. Jetzt hätte ich ganz kurz vorgehen sollen, ne? Muskelazar. Wo sind sie? Wo sind sie? Hat er alle kalt gemacht? Das wäre es ja. Nee, da ist noch wer. Geh vor. Du bist der Roboter. Du musst mir gehorchen. Asimov hat nicht umsonst diese drei Gesetze erfunden und niedergeschrieben. In einem ganz fantastischen Sci-Fi-Zyklus. Foundation. Oh, Backe, Mann. Oh, Backe. Immer noch Gefahr. Du lebst. Du lebst. Lass mich vorgehen. Oder auch nicht. Das ist okay. Ich hätte mich da an die Ecke gestellt. Können wir immer noch machen. Wo sind sie? Wo sind die Ratten? Na. Von da kommt er. Oder? Verflucht. Was für eine coole Mission, die gar keine Mission ist. So ein bisschen wie die Mission mit Stahlherz. Nein, hier lang. Hier sind noch welche. Oder erstmal aufräumen. Aber hier hinten. Hier hinter. Einsteiger. Komm her. Robby. Robby. Ich mache auf und dann renne ich direkt weg. Wie ein richtiger Ghost. Verflucht. Nein. Torso. Boom. Block. Weg mit ihm. Waffenwechsel. Hilfe. Wie böse ist das Geschütz? Sehr böse.
Wie bitte? Was war denn das gerade eben? Hallo, du sollst schießen. Das wollte gerade nicht schießen, das Gewehr. Ich weiß, wie klicken geht. Das habe ich nicht verlernt. Über den Urlaub. Gut. Kurz eine Sekunde nehmen. Tür ist offen, wenn du willst, ne? Sehr guter Team. Ganz exzellent. Ich bin mal so frei. Wir looten danach. Und die 7 bitte. Das dauert immer. Ich hätte ganz gerne von den kurzen Musketen hätte ich gerne noch eine Laservariante. Aber das mit dem Müll verschießen, das möchte ich nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Ding hieß. Donnerbüchse, eine Dönerbüchse, richtig. Damit der Döner schön frisch bleibt. Gut, wir gehen rein. Irgendwo lungert bestimmt noch einer rum. Ich bin ein bisschen mutiger, ich habe gespeichert. Wir haben die Cooldown-Phase geschafft. Ach ja, so, jetzt nochmal bitte. Diesmal ganz genau hingucken, Leo. Die Cooldown-Phase überstanden, wollte ich sagen. Nach der ich fehlgeschlagene Tode nicht mehr rausschneide. Ist jetzt ein neues Segment. Und deswegen, ne, wisst ihr Bescheid. 3. Wir haben, meine Damen und Herren, wir haben 11 Schuss in unserer einfachen Pistole, schlecht übersetzt. 11 haben wir. Und wir heben jetzt innerhalb des Menüs diese taktische Steilabzug einfache Pistole auf und legen sie direkt wieder weg. Wir hatten 11. Ich möchte wiederholen, wir haben 11 Schuss gehabt. Und nun haben wir da 20 Schuss dazu bekommen. Wie großartig. Es ergibt Sinn. Und wir brauchen die Waffe nur einmal rüberpacken. Vielleicht geht's ja nochmal. Das wäre doch toll. Nein, hat nicht geklappt. Hooligan, rechtes Bein brauche ich nicht. Ich bin stolz auf uns alle. Wir haben das Prozedere überstanden, den Test überlebt und wissen jetzt mehr über diese wunderbare Welt namens Fallout. Also das Franchise, ihr wisst schon, wie ich das meine, ne? Was können wir hier machen? 3 Stunden lesen, ich freue mich jetzt schon drauf. Kettenheim, was? Kettenheim, Radarbericht. Das ist ein Text. Na, der dritte wollte sich nicht anklicken lassen. War auch ein Fehler. Keine Kapitelmarke. Ich wiederhole, keine Kapitelmarke. Datum. 23. Oktober 2077. Ort Wandsworth, London. Berichterstattung an GCHQ. Meldung drucken. Interner Systembericht. Radarfrequenzmodulation erfolgreich. Verbesserte Erkennungsfähigkeiten bestätigt. Überwachung auf größeren Bereich für sekundäre Bedrohungen ausgeweitet. Meldung drucken. Ist das hier die ganze Zeit so? Mit Meldung drucken? Es sind mehr als 2 Bildschirme. Kapitelmarke. Ich dachte, es wäre nur ein Bildschirm. Aber okay, wir waren im zweiten Textfeld, ne? Und diesmal vergesse ich es nicht, die Kapitelmarken auch in die Beschreibung vom Video zu packen. Hoffe ich zumindest. Nicht wie beim letzten Mal. Am längsten Text, beim längsten Terminal aller Zeiten. Da habe ich das vergessen gehabt. Aber wen erzähle ich das? Ihr seid ja die Lesefreudigen. Die 10%. Ne? Aber wir wissen auch warum. Meldung drucken. Evakuierungsrouten für Zivilisten eingerichtet. Koordination mit Metropolitan Police und London Ambulance Service im Gange. Priorität haben Londoner Zonen. Strahlenbelastung wird kontinuierlich überprüft. Meldung drucken. Interner Systembericht. Kommunikation mit RAF-Stützpunkten voll funktionsfähig. Luftaufklärung über Aufprallzonen eingeleitet. Integration der Live-Feed-Daten mit Chain Home Radar abgeschlossen. Meldung drucken. Erhöhte Strahlenbelastung in Ost-London festgestellt. Sofortige Abriegelung des Gebiets empfohlen. Einsatz von Hazmat Teams aus Essex und Kent im Gange. Gesundheitswarnungen gesendet. Meldung drucken. Interner Systembericht. Schwankungen im Stromnetz festgestellt. Notstromgeneratoren aktiviert. Alle Radar- und Kommunikationssysteme funktionieren mit Notstrom.
Wartungsteams zur Diagnose entsandt. Meldung drucken. Oberflächendetonationsanalyse für Newham abgeschlossen. Ground Zero identifiziert. Einschlagskraterradius 1,9 Kilometer. Strukturelle Integrität der umliegenden Gebäude beeinträchtigt. Geschätzte Opferzahl 350.000 Seelen. Wow. Meldung drucken. Interner Systembericht. Luftqualitätsüberwachungsstation melden. Gefährliche Werte radioaktiver Partikel. Schutzmaßnahmen für alle Außendienstmitarbeiter empfohlen. Verteilung von Jodtabletten eingeleitet. Meldung drucken. RAF bestätigt Neutralisierung einer weiteren über der Nordsee festgestellten Bedrohung. Keine weiteren unmittelbaren Raketenbedrohungen festgestellt. Kontinuierliche Überwachungsprotokolle in Kraft. Nachricht drucken. Interner Systembericht. Datenverbindung mit GCHQ sicher. Echtzeit-Updates und Informationsaustausch aktiv. Warten auf weitere strategische Anweisungen. Nachricht drucken. Koordination mit dem Nationalen Gesundheitsministerium NM zur Behandlung von Massenverletzungen und zur Behandlung der Strahlenkrankheit. Temporäre Feldlazarette werden in Sicherheitszonen eingerichtet. Zusätzliche medizinische Vorräte angefordert. Nachrichten drucken. Interner Systembericht. Seismische Aktivität in Southwark. Southwark festgestellt, mögliche Schäden an unterirdischen Strukturen. Technische Einheiten zur Stabilisierungsbewertung entsandt. Stabilitätsbewertung entsandt. Lass ich drinne. Nachricht drucken. Entwarnung für Zentrum und West-London. Notfallteams in kritischen Zonen umgeleitet. Bergungs- und Dekontaminierungsbemühungen priorisiert. Nachricht drucken. Interner Systembericht. Systemdiagnose abgeschlossen. Alle Radar- und Kommunikationsfunktionen auf volle Kapazität wiederhergestellt. Betriebsbereitschaft aufrechterhalten. Ende des Berichts. Wow. Kapitelmann. Es war einfach nur übel. Es ist ganz gut so, dass gerade dieser Text nur von einem ganz kleinen Bruchteil von euch mitverfolgt wurde. Viele wären verstört gewesen. Was? Improvisierte Axt? Die haben wir noch nicht. Zeig mal her. Bisschen weiter weg, bitte. Den Attaboy. Improvisierte Axt. 25 Schaden. Ich habe auch mittlerweile das Messer wieder eingepackt für die nächsten Meyerlurk-Sprösslinge. Weil das Ding ein bisschen schneller ist, aber die improvisierte Axt ist verdammt langsam, ne? Naja, geht aber, ne? Schwerer Schlag. Naja, ich bin kein Nahkampffreund, aber ist auch nicht so wichtig. Aber für die Sammlung noch eine Axt. Wie wertvoll ist die? Lohnt sich da das Mitnehmen? Nope. Machen wir nicht. Whisky bräunig ich. Antibiotika, umso mehr können wir zerlegen hier, die ganzen Kippen. Ich hoffe, wir haben hier eine Sekunde. Hypo, Wodka, nein, unzugänglich. Mit der Konsole bestimmt aufmachbar. Aber das machen wir nicht, das bricht nur die Illusion. Die Immersion kriege ich nicht auf. Die atmosphärisch, brauche ich nicht. Wir haben genug Bier dabei. Hier ein paar Döschen mitnehmen. Kann ich die hier gar nicht weiter öffnen? Die Türen der Zellen? Ich glaube nicht. Weiter, Keule! So, einmal rüber. Die Moni kassieren. Ach, das ist so ein glorreicher Tipp von euch gewesen. Vor, weiß ich nicht. Es waren, glaube ich, 2 Jahre oder so. Seit wir das in Fallout 4 verinnerlicht hatten. Fußballausrüstung hatten wir ganz lange getragen. Nein. Ach, das war so hilfreich. Für immer in meine Hirnrinde gebrannt. Gestützt, geschweißt, Hooligan, rechter Arm. Gestützt und geschweißt. Verschweißt können wir selber, ne? Unsere Hooligan-Sachen sind die nicht schon geschweißt? Haben wir überhaupt? Was davon ist Hooligan? Metall? Metall, ach, steht ja auch hier. Rechtes Bein, nein, bringt uns herzlich wenig. Und warum habe ich das eigentlich eingesteckt? Das ist keine berechtigte Frage. Wir machen das einfach nur rückgängig. Nein.
gekocht, Lederrüstung, Arm oder Bein? Rechtes Bein. Wir haben nur Harnischleder, Harnisch und Arm. Ach, du bist Metall, Entschuldigung. Stimmt, du bist ja Metall, nicht Leder. Da kann man auch schon mal durcheinander kommen. Aber eine schöne Grundausstattung für so einen Hooligan. Hat man das mit der Waffe jetzt schon gemacht gehabt? Zeig mal die Muni bitte. Ja, absolut. Danke sehr. Hier bitte auch. Einmal rüber. Und dann direkt wieder zurück. Lohnt sich nicht der Verkauf. Lange Unterhose. Haben wir die schon? Sind die schon in der Liste? L. Wie lang? Lange Unterhose haben wir schon. Und der Rest? Linkes Bein. Gedämpft. Gekocht. Kochen können wir selber. Die Sachen, da brauchst du nichts lernen. Meine ich jetzt einfach mal. Behaupte ich. Kippen. Ja gut, steck ein. Ölkanister, Vase, Verbandschere. Wir haben genug Platz. Oh, Hundi. Ja, stimmt. Warte mal. Hundehalsband mit Stacheln haben wir schon. Oder hatten wir nur die Kette? Ha, ha, ha. Haben wir das überhaupt eingetragen in die Liste? Ich glaube, wir hatten das mit der Kette, ne? Das mit den Stacheln haben wir noch nicht. Und generell leichte Hunderüstung. Wir sollten mal die Story weiterspielen. Ich möchte den Hund zumindest haben, bevor ich hier absolut verpeile. Ja, Kettenhalsband. Das haben wir. Definitiv. Fleisch. Das ist eine andere, ne? Wir haben jetzt eine leichte Hunderüstung. Und eine Hunderüstung. Das sind zwei verschiedene Dinge. Stachelmaulkorb für die Sammlung. Aber mein Hund trägt keinen Maulkorb. Und wenn das irgendwo verordnet wäre, würde ich da niemals mit meinem Hund hingehen. No way. Mach ich nicht. So, gut. Da, ich weiß. Aber hier ist doch noch Kram. Die blaue Farbe. Aber jetzt haben wir genug, ne? 75%. Lampe wieder aus. Schwarzpulverpistole. Nicht, dass wir jetzt von hinten irgendwie... Oh Gott, Hilfe! Kritisch, Bein. Ich denke, ja. Das könnte auch totale Verschwendung sein. Ach komm. Block. Ula! 7. Komm schon, komm schon. Zielt sich nur so halb geil. Warum kommt der Roboter nicht mit? Was hat er gegen uns? Hat hier noch irgendwas Relevantes? Horrorspiele, ne? Ja, so schöne Einteiler-Videos. Du bist so 3 Stunden, so eine kurzen, knappen Horrorspiele. Da habe ich so Bock in letzter Zeit drauf. Na du, ich höre dich doch schon. Na! Okay, ich mache das von hier aus wieder. Taktisch. Das ist schön. Aber wir brauchen nur deine Muni. Eingesammelt. Es wird immer mehr. Ist alles durchgeladen. Außer das Dingeling hier. Sollten wir ganz schnell tun. In der Zeit hier effektiv rumwackeln. Ja. Damit rechnen sie nicht. Lädt er das dann auch mitten? Wenn ich jetzt während des Nachladens schnell lade, nachdem ich gequicksaved habe. Ja, tatsächlich. Der macht das dann einfach weiter. Es wirkt auch gerade recht kurz, ne? Vielleicht kann man damit die ewig lange Nachladezeit überbrücken. Umgeht. Vorsichtig, vorsichtig. Flinte. Wetz. Verflucht. Pistole. Nein. So nicht, Ma'am. So nicht. Schande. Oh. Bist du. Ja, du bist die gleiche noch. Tauch so. Block. Ja. Yeah. So ist gut. Oh, Backemann, es geht wieder los. Mit der Flinte. Und dann Wetz. Flinte und dann Wetz. Aber wir können ja wieder nachladen, ne? Mach mal bitte voll. Können wir ja mal kurz ausprobieren. Speichern, laden. Geht das jetzt schneller? Ist er dann bei einer anderen Station des Nachladens angekommen? Nein. Ist genau das Gleiche. Gut. Hätten wir hiermit ausgeschlossen. Effektiv.
Flinte, jetzt. Muni, holen wir uns gleich. Hm. Von links, ne? So, du hast das. Und Tweetmütze, haben wir die schon? Eine Sekunde, wir checken die Liste. Nope, noch keine Tweetmütze. Nehme ich. Ah, den Rest schon. Aber die Muni nicht vergessen. Plock, plock, plock. Danke sehr. Da haben wir sogar gerade eben noch die Zahlen aufploppen gesehen. Da kann man nicht durchgucken. Ihr bestimmt schon. Ihr seid wie Geister. Ah! Hooligan. Oh Mann, wir brauchen unbedingt Grit für ihn. Schande. Oder Zeitlupe. Das würde ihn die halbe Energie wegnehmen. Muskelasan. Muskelasan. Ich hätte ganz gern eine Droge, die uns sofort einen kritischen Schuss beschert. Schande, du bist viel zu nah dran, Mann. Und du bist nicht der Haupttyp. Block, 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 block um die Ecke. Oh, Backe, ich brenne. Ha, geht ja nicht. Falsches Fallout. Hm, wir müssen irgendwas Krasses gegenhalten. Irgendwas, was uns sofort Energie beschert. Schande. Wie lange brennen wir? Okay, ein bisschen rennen. Und schon ist es vorbei. Ha, ha. Ha. Na los, zeigt euch, ihr Halunken. Zeit für Held noch nicht. Wir managen das schon. Ich würde mich auch ganz gerne einfach zurückziehen. Den Kampf in die Länge ziehen. Damit wir wieder Muskelasan haben. Der regelt das schon. Oh Gott, wo kam das Geräusch her? Na los, mach die Schmiere darauf. Ja. Ansonsten klemmt das Teil. Weiter. Los. Wo ist der Obermacker? Wo ist der mit dem Sternchen? Der mit dem Legendär-Loot. Können wir das nicht umgehen? Von der anderen Seite reinkommen? Es wirkt nicht so optimal von hier. Aber mal gucken. Nee. Hiermit. Oh, Schande. Das Mr. Hooligan. Ah, automatisch Gen aktiviert. Aus Versehen. Fecke Dinger. Entschuldigung. Wollte ich nicht sagen. Ja. Nehme ich. Oh Gott, oh Gott. Ja, brenne. Von deinem eigenen Molly. Ich habe leider keinen Crit. Oh, ich bin fast tot. Schande. Fäule. So essen. Bringt die nichts. Schade eigentlich. Ja. Das überleben wir so oder so nicht. Auch mit Morphlich. Oh, ich habe die Zeitlupe. Oh, wenn unsere Energie unter 20% sinkt, wird hier eine Zeitlupe aktiviert. Das ist ein Rüstungsteil von uns. Also eine Fähigkeit von einem Rüstungsteil von uns. Block. Nice, nice, nice. Waffenwechsel. Komm her, du Ratte. Aber wirklich, da hätte ich eine Mine platzieren können. Der läuft da auch so durch, ne? Na los, zeig dich. Ich gehe gleich nachladen. Heilt er sich? Benutzt die Stimpaks? Ich hoffe nicht. Wo ist er? Keine Ahnung. Es gibt nur eine Möglichkeit, hier diesen Raum zu betreten, aber ich habe keine Ahnung, wo der ist. Weiß nicht. Weiß ich nicht. Hm. So, gut. Ja, wackel, wackel, wackel. Ist okay. Machen wir. Aber nicht, dass ich jetzt hier den Quick Save vergeigt habe. Jetzt nochmal bitte. Ich dachte, das wäre schon vorbei. Vielleicht gibt es da einen Perk oder so, womit man schneller nachladen kann. Nein, nicht dafür. Nicht dafür. Du kriegst das hier. Kampfsperre, das ist gut, ne? Da könnte was passieren. Wird das Ding da nicht wild oder so? Hey! Ula! Zurück, 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 zurück. Sieben. Ecke. Um die Ecke zurück. Komm schon, Mann. Du Flummi, du. Ja, ja, werf den Molly. Und jetzt komm du hinterher. Dann quatschen wir mal. Hm, da ist er. Da. Oh, nein, nein, nein. Rüber. Ich muss darauf. Ja. Ich musste darauf setzen. Unsere Chancen standen nicht gut. Aber wir haben das gepackt. Aber da kommt ja noch einer. Oh, wow, wow, wow. Nicht nachladen. Es ist nicht Zeit zum Nachladen. Was los? Oder kommt hier wer noch von hinten? Das wäre richtig übel. Oh, oh, oh. Raider Radar. Was? Zur Hölle. Raider Radar.
Es brennt hier alles schon wieder. Den hättet ihr aber besser einsetzen können. Ula! Na, rüber, 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 rüber. Block! Komm schon, Mann! Da hätten wir jetzt hinsprinten müssen. Und ihm den Rest geben müssen mit der Pistole. Na! So krass, Mann. Sind aber auch übel. Auf dem allerhöchsten Schwierigkeitsgrad. Kurz regenerieren. Na, zeig dich. Weh, du schießt einfach um die Ecke. Ja, genau. Okay, jetzt hätten wir die legendäre Zeitlupe. Block, Mann. Genau dafür. Ist ja noch wer? Ist ja noch wer? Ein Geschützturm. Nee. So nicht. Oh. War hier jetzt in dieser Situation zumindest nicht unnützlich, ne? Gut. Gut. Aber hier redet noch einer. Zeit zum Nachladen. Der richtigen Waffen. Den Gang nach hinten nochmal checken. Nicht, dass sie Hilfe gerufen haben. Hier waren überall Videotelefone. Der Frühzeit. Ja, mach die Paste rauf, Mensch. Pure Paste, damit es nicht klemmt, das Teil. Aber nun. Nehme ich kurz mit. Stecke ich die in die Tasche. Block. Wieder raus damit. Wir könnten auch selber... Nee, warte mal. Wir könnten auch selber einen Molly werfen, wenn wir wollen. Manchmal wollen wir das auch. Jupp, danke, cool. Stimpack. Dienstgewehr. Ach ja, je. Spike-Panzerung mit Helm. Das ist jetzt nicht Hause, oder? Nehmen wir mit. Natürlich nehmen wir mit. Dienstgewehr lohnt sich nicht zum Mitnehmen. Ist keine Verkaufsware. Aber die Moni. Hallo? Oh, da ist der legendäre Assassinen-Metallrüstung. Reduziert den durch Menschen verursachten Schaden um 15%. Rechter Arm. Schon wieder rechter Arm. Da haben wir jetzt gerade die Zeitlupe, ne? Ich glaube schon. Fliegerhelm. Oh, den liebe ich ja. Auch wenn er hier gar nichts bringt. Gelber Fliegerhelm. Oder hatten wir den schon? Ich komme mit den V-Lots durcheinander. Nein. Mit Geschirr. Geschirr hatten wir schon. Robust, Hooligan, rechter Arm. Wir haben genug rechte Arme. Es reicht. Es reicht. Genug ist genug. So. Nur die Money. Absolut nur die Money. Block, 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 block. Danke sehr. Und nun checken wir unsere neuen Rüstungen. Das ist ja toll. Ist das jetzt ein Ersatz für... Also das Ding auf jeden Fall. Assassine Metallrüstung. Zieh ich an. Ersetzt das hier. Auto-Stim. Ach nee, das war das gar nicht mit der Zeitlupe. Hier haben wir ein automatisches Stim-Pack, was genommen wird. Dann war das, ne? Richtig. Hier verlangsamt im Kampf vorübergehend die Zeit. Wenn du 20% oder weniger Gesundheit hast, das haben wir gerade erlebt. Wir haben es alle sehr genossen. Das Beste überhaupt. Gut. Spicke. Ersetzt jetzt hoffentlich das Gammler-Outfit und nicht den Harnisch. Es ersetzt alles. Lässt sich das nicht? Kombi, oh komm, ich hab doch die Mod installiert. Es geht offensichtlich nicht. Es wäre zu krass wahrscheinlich. Nee, dann schließt sich das wieder aus. Vor allem mit den ganzen legendären Attributen. Es sei denn, nee, hat nicht funktioniert. Was für eine Schmach. Aber wahrscheinlich, weil das Teil wirklich eine Komplettpanzerung ist. Guckt mal da. Da leuchtet alles, da blinkt alles. Uns fehlt jetzt aber noch ein bisschen Tasche hierfür, für die Metallrüstung. Ich hoffe mal, dass wir zufällig genug Ressourcen dabei haben, um dieses neue, fantastische Stück Rüstung, Assassine war das, ne? Mit Taschen auszunehmen. Leder. Warte mal, die Hunde. Hatten die Hunde kein Leder? Frechheit. Hier wenigstens lackiert, das geht. Wir brauchen Leder und sobald wir Leder haben. Aber hier ist doch Leder. Irgendwer von euch hier Lederrüstung. Kann ich das nicht zerlegen? Warte mal. Use Armory Workbench Lederrüstung verwerten. Das gibt's ja nicht. 4 Stück, ne?
Das reicht nicht, richtig, noch nicht, aber wir stehen kurz vor einem Durchbruch. Noch irgendwas? Lederrüstung, Lederrüstung. Da hätten wir auch schon 4. Das ist ja toll, Mensch. Richtig. Nices Survival hier. R, ja. Verwehrt mit. Dann E. Dankeschön. Und nun Assassine mit Täschchen. Block. Danke sehr. Wenn wir schon mal das Ding draußen haben, vielleicht noch abgucken. Da ist doch viel Hundefleisch zusammengekommen. Block. Das bringt ja auch EP ohne Ende. Juet, vorsichtig, da ist immer noch ein Geschütz. Es wartet auf uns. Und wir wollen es überraschen. Und wir wollen natürlich nicht, dass es uns überrascht. Hatten wir alles schon. Hallo! Super, aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Verdammt nochmal. Von wo kommen sie jetzt? Nehme ich wieder auf. Lampe aus. Lass die Lampe aus. Hier soll man runtergehen. Ich weiß ja nicht. Milk. Milk. Ihr habt sie mir empfohlen. Teil entrahmt. Stand da gerade eben. Strahlung widerstehen. Es kommt wahrscheinlich auf die Milch drauf an, ne? Ja, höchstwahrscheinlich. Na gut. Klarheit. Klassisch. Chirurgenmaske. Und Sugar. Hier kann ich nicht in die Ecke gucken, wenn die Lampe nicht an ist. Oh, ein Schattenbug. Und schon ist er weg. Haben wir hier einen Third-Person, Quatsch, einen Ego-Perspektiven-Bug wegen der neuen Rüstung. Es wäre sehr unschön. Kartonmatratze. Ich würde gerne mal auf sowas schlafen. In einem Fallout-Erlebnispark oder so. Wie dieses Star Wars Hotel. Für $3000 oder so die Nacht. Schläfst du dann auf so einer Kartonmatratze für das absolute Fallout-Feeling. Ah, herrlich, gut. Okay, nein. Oh, London, hier geht's raus. Das ist ja cool. Nehme ich. Aber wir sind immer noch versteckt. Eckstein. Habt ihr hier gepennt oder so? Kann das sein? Cedar. Was? Poetin? Was ist das? Was ist Poetin? M-N-O-P. Poetin. Ach nur. Suff. Danke, nein. Ist in Ordnung. Man könnte sich hier sicherlich auch eine ganz tolle Alkoholsammlung anlachen. Aber mal ganz im Ernst. Nö. Ist in Ordnung. Wir wollen hier nichts Falsches zelebrieren. Wir wollen viel lieber den ganzen Schrott hier mitnehmen. Gut. Gut. Plastik, but still fantastic. Und das Tessin nicht vergessen. Aber wir sind hier noch nicht fertig. 2 Türen fallen mir hier noch Minimum ein. Einfacher Revolver haben wir schon. Aber die Muni nehmen wir gerne mit. Und zurück. Bleihaltig. Beschattet. Lederrüstung. Harnisch. Hatten wir jetzt noch ein Harnisch? Ja, wir könnten das Ding upgraden, wenn wir wollen. Wenn wir bastelfreudig sind. Und das sind wir doch. Oder etwa nicht. London. London. 2-mal sogar. Grandios. Stell mal hin. Wobei, die Kiste hatten wir noch nicht, ne? So viele neue Kistenarten. Workbench. Wir wollen etwas hier abbauen. Abgedunkelt. Hätten wir hier. Und unser Harnisch ist nur behandelt. Da geht es um was? Um Schutz, ne? Ja. Abgedunkelt. Verbessert Tarnung in dunklen Bereichen. Schadens- und Energieresistenz. 917 zu 917 ist auf jeden Fall besser. Machen wir. Abgedunkelt. Standard. Abgemoddet. Und die hätten wir Blei verkleidet, aber wir wollen natürlich bei den Taschen bleiben. Ja, das wollen wir wirklich. So, und dann hier wieder Harnisch, behandelt. Nein, ab heute bist du abgedunkelt. Und dich können wir dann zerlegen, wenn wir wollen. Weil du bist so billig ansonsten. Naja, man könnte auch die Mods immer abbauen. Was ist so eine Mod dann wert? Wir checken's mal. Lederharnisch, normal. Nein, komm, bin ich in die Tüte.
Das ist mir zu Standard. Hm. Ja. So, was bringt so eine Mod? Was für ein Wert wird vorgeschlagen? Naja, da kommt nochmal eine ganze Menge drumrum. Da haut auch unsere Quote fast immer hin. Außer hier, das ist Müll. Lass ich hier liegen. So, da freut sich die interne Gegenstandsliste, dass er mal was hier einfach wild in der Walachei abspeichern kann. Also da runter können wir jetzt. Ja. Und London. Und dann war vorne noch eine Tür. Aber ich denke, wenn wir jetzt hier lang gehen, kommen wir vorne über die andere Tür wieder hier hoch. Aber das werden wir sehen. Ula! Wir waren hier schon, oder? Waren wir hier schon? Ich glaube nicht. Oh, oh. Das ist rechts einer von mir, ne? Kann das sein? Nee. Aber es war ein Geräusch da. Skimütze. Uno Secundo. Per favor. Es. Ski. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Kann die was? Zufällig. Probieren wir später aus, ne? Werden wir erfahren, das Ganze. Gut, gut, gut. Nur die Fläschchen, bitte. Schokoriegel. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, es gibt Nahrungsmittelrezepte, wo wir Vorkriegsnahrung brauchen. Das sollten wir auch ordentlich einpacken. Na, ich höre doch den Roboter. Mit Leuchtvisier. Du bist doch Handelsware, ne? Ja, tatsächlich. Das ist gut. Und deine Moni kriegen wir natürlich auch noch, wenn du welche hast. Aber ich denke schon. Gut. Checken wir diese Ebene noch zu Ende. Ja. Der gute Stoff. Der Stoff, aus dem die Träume sind. Leere Flaschen und so. Und sonst? Nee, ne? Oh, Entschuldigung. Oh. Wie das hier leuchtet. Ist hier nicht gerade sehr sinnvoll, ne? Mit so einem Visier. Ich habe oben das Terminal vergessen. Von dem Dingens. Ah! Oh Gott, nein! Ein leuchtender. Beinchen, Beinchen, Beinchen. Oh, Backe, Mann. Wir sind so tot. Held haben wir nicht mehr, ne? Das war ja alles so klar. Excalibur ist ein bisschen überzogen, oder? Aber. Hm. Naja, so ist das halt manchmal, ne? Little Klöppchen noch. Aus nächster Nähe. Sowas passiert mir immer nur einmal. Und beim zweiten Mal lade ich den Crit erstmal auf. Und schieß dann mit Muskelazar. Du kommst hier nicht lang, Digga. Köpfchen, Muskelazar-Power. Zack, jawoll. Ja, und wieder den Crit aufladen. Block. Besser geht's nicht. Ein sehr gutes Vorgehen. Oh, oh, er kommt rum, ne? Ich weiß nicht, dass hier so gut ist. Ich mach mal Lampe. Ah! Ah! Hilf mir! Herr im Himmel! Bitte! Was hast du da geschaffen? Naja, irgendwie bist du schon dafür verantwortlich hier. Strahlung und so. Hm? Ich kann nicht. Warte mal. Achso. Ja, jetzt kann ich wieder. Na, komm schon! Block, 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 block. Den Crit aufladen. Reicht gleich, reicht gleich. Jetzt und umdrehen und weg, weg, weg. Und jetzt die andere Schwarzpulverpistole auf der Rübe. Auf der Rübe. 2%, das reicht mir. Ja. Level up. Das war der Boss, ne? Aber es gab doch einen Grund, weswegen wir hier sind, ne? Da war doch dieses VCD-Symbol. Aber wir sind ja auch noch nicht weg. Das wirkt hier so, als ob die VCD hier versteckt. Ach, die Platte. Ach, die Platte ist... ja, naja, gut. Ist halt eine VC... Warte mal. Nee, eine V-Laserdisc oder so. Oh, Wahnsinn. Wahnsinn, dieser Thrill. Wir können ja so ein bisschen looten hier beim Nachladen. Mhm, danke sehr. Die Platte ist es, natürlich. Großartig. Und hier könnten wir Drogen herstellen. Dafür hatten wir ja auch den Leichenkohl gesammelt gehabt. So, gut. Mhm. Ja, ist durch alles. Wieder die Pistole checken. War auch leer.
Vorsicht ist besser als Nachsicht. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Dankeschön. Platte, die wir uns nicht anhören können, weil GEMA geschützt. Aber das ist nicht so wild. Oh, ja. Gestützt. Zeig mal bitte. Abgedunkelt. Haben wir doch, wir haben doch irgendwas. Ne? Metallrüstung. Ärmchen. Ärmchen. Wir können auf jeden Fall das mitnehmen. Und dann versteift. Müssen wir mal gucken, ne? Lackiert und Taschen. Oh, Taschen. Rechter Arm. Aber wir haben, glaube ich, auf alles Taschen. Ich pack's trotzdem kurz ein. Ja. Terminal von der anderen Seite. Das geht. Ich war auch sehr überrascht. Herstellen. Droge. Nein, nein, nein. Was fehlt uns denn noch? Hubblume. Ja, aber bei Held haben wir alles. Zwei? Leichenkohlfrucht. Ach, die liegen jetzt zu Hause. Stimmt. Oder ich glaube, wir hatten nur eine. Wir hatten sie mit Absicht im Stash. Im Stash gelagert, damit wir dann zu Hause effektiver kochen können. Aber es macht auch wenig Sinn, weil wir haben noch keine Laborwerkbänke. Das wird noch eine Weile dauern. Wir brauchen Charisma-Punkte und wir brauchen lokale Anführer als Perk. Gut. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Erst die Arbeit und dann der Loot. Usen Armory Workbench. Versteift und ich baue einfach mal alles ab, ne? Würde ich sagen. Zack. Ja. Und das auch weg. Wobei, das ist egal, ne? Stimmt, wir wollen ja die Taschen. Taschen sind mir viel lieber. Zerlegen. Und dann auch hier. Du hast ja Taschen. Ihr habt alle Taschen, ne? Taschen. Aber eine von euch kann ich jetzt hier auf den nächsten Level bringen. Ne, ist dann wirklich egal, ne? Das hier weg. Den linken Arm bitte. Den linken Arm mit Heilrüstung. Das wäre auch hier ein Schritt in die richtige Richtung. Wir brauchen noch einmal abgedunkelt für Metallarme und einmal für Beine. Ich glaube, einmal habe ich aus Versehen gerade zerlegt. Im Eifer des Gefechtes. Aber das kann ja mal vorkommen, ne? So, High Value Loot wäre hiermit gesammelt. Aber da wäre noch diese andere Tür. Ja, ist in Ordnung. Wir müssen jetzt hier ins Loch. Zack. Überfall. Hier waren wir schon. Definitely. Und die andere Tür ist ein bisschen weiter in diese Richtung. Hoch. Und dann bei dir. What? Oh. What? Stopp. Vorsichtig. Das sind sogar noch Gegner. Wer hätte das gedacht? Muskel Azar hinter dieser Tür. Da warten sie auf uns. Hallo! Oh, hier ist ja noch ein ganzer Bereich. Maschinen. Na du, 80%, das reicht mir. Glück. 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 Ist in Ordnung. Gucken. In Deckung gehen. Ja. So. Die Paste. Die Schmiere. Wo? Wo? Oh, hi. 93. Hauptsache es fetzt. Nein, stopp. Oh Gott, er zielt. 94, das geht auch. Schande. Schande. Ich liebe Muskelassin. Aber das Nachladen, ne? Könnte man fast rausschneiden. Aber das steigert auch die Immersion. Die Paste. Vielleicht wird er schneller mit der Zeit. Versteckt. Okay, cool. Danke sehr. Ist hier noch was Schönes? Aktenschränke. Spielzeugtrank. Nimm mit. Kann man nie genug haben. Und ein Schachbrett für Moira aus dem Megaton. Zack. Unser beliebter Trick für noch mehr Munition. Danke sehr. So. Aber da war ja noch einer. Au. Oh. Ein weiteres Terminal. So, nehme ich. Schlagring war, glaube ich, Handelsware. Absolut. Angel. Schrot. Ist das hier abgedunkelt zufällig? Nee, ne, das würde auch im Namen so halb drinne stehen. Verstärkt. Zerrissen. Taktisch. Das nehmen wir mit. Danke sehr. Für die Munition. Aber ich würde ganz gerne... Das wirkt so. So nach einem Main-Terminal. Ich würde gerne das Peripher-Terminal
noch erledigen oben beim Geschütz. Ja, danke sehr. Ganz kurz hochflitzen. Wir sind gleich wieder da. Nach einer kurzen Unterbrechung des Treppensteigens. Das S kam später. Hier ist noch ein weiteres Terminal. Versteckt gewesen. Man kann es nicht sofort sehen. Aber es ist hier. Da, habe ich doch gesagt. Und das gibt ebenfalls EPs. Wenn wir dieses hacken... Oh, wow. Ich dachte, es wäre nur das Terminal. Und auf einmal Kapitelmarke. Und Likes erwähnen. Ah, das mache ich immer so ungern, aber es gehört leider nun mal dazu. Der Algorithmus braucht Feedback und zwar von euch.